Er zählt zu den wichtigsten Flughäfen in Europa mit riesigen Terminals. 1400 Starts und Landungen pro Tag. 20.000 Koffer pro Stunde. Gepäck von 69 Millionen Passagieren jährlich. Wie funktioniert diese Kleinstadt mit 80.000 Mitarbeitern? Wie schaffen sie täglich diese Herausforderung? Nichts darf schiefgehen, sonst drohen Verspätungen. Polizisten patrouillieren durch die Terminals, schützen den Flughafen. Also die Gefährdungslage am Flughafen Frankfurt ist generell immer da. Rückblick an die Geschehnisse der letzten Jahre ist, denke ich, schon gerechtfertigt. Täglich im Einsatz ein Notarzt aus der weltweit größten Flughafenambulanz. Der kommt aus den USA, er wohnt auch in Spanien, hat eine spanische Adresse, also wirklich auf dem Heimweg und ist in Frankfurt erstmal eine Pause. Wahrscheinlich hat er eine Nierenkolik. Wer sind die Menschen hinter den Kulissen? Wie halten sie Deutschlands größten Airport am Laufen? Der Frankfurter Flughafen. Gegründet 1912 am Rebstock, damals nur für Zeppeline. 1936 dann der Umzug in den Süden. Seitdem starten und landen hier Flugzeuge. Zwischen Terminal 1 und 2 ist die größte Polizeidienststelle Deutschlands mit 2200 Polizisten. Zuerst werden wir ins Terminal wohl gehen. Wir werden da mit einem Hundeführer Streife laufen, also mit Hund. Wir werden gucken, was da passiert, dass alles seine Ordnung hat. Wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind, stehen natürlich auch jederzeit für irgendwelche Informationen zur Verfügung, was immer sehr gern genutzt wird von den Reisenden. Und später werden wir noch Aufgaben haben an der ZK. Das ist die zentrale Kontrollstelle, da wo die Luftsicherheitskontrollen für die Passagiere stattfinden. Und was heute passiert, kann man nicht sagen. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Ja. Ingo Vorberg und Nina Lenzner sind Bundespolizisten. Ohne Waffen gehen sie nicht ins Terminal. Moin. Magst du mal eine MP rausgeben, bitte? Ja. Und ein Funkgerät brauchen wir auch, bitte. Ihr Auftrag? Menschen und Flughafen schützen. Danke. Bewaffnet. Das ist Vorschrift. Wir empfangen jetzt eine MP, Maschinenpistole. Mit zwei Magazinen, voll mit Munition selbstverständlich. Ein Funkgerät, dass wir natürlich auch erreichbar sind im Terminal. Das sind jetzt 60 Schuss auf zwei Magazine verteilt. Und damit laufen wir gleich Streife im Terminal. Ja, das vermittelt ja auch ein gewisses Sicherheitsgefühl. Und im Rückblick an die Geschehnisse der letzten Jahre ist es, denke ich, schon gerechtfertigt, wenn man mit einer MP im Terminal rumläuft. Also die Gefährdungslage am Flughafen Frankfurt ist generell immer da. Wenn hier was passieren würde, natürlich Frankfurt, Deutschland und auch die ganze Welt erfahren würde und auch treffen würde. Und hier sehr, sehr viele Leute sind und Reisende, die natürlich potenziell für Attentäter natürlich ein großes Ziel darstellen. Und deswegen ist die Sicherheitslage auch sehr groß. Und wir aber die nötigen Maßnahmen werden getroffen, die natürlich auch nicht immer öffentlich sichtbar sind. Aber wir sind hier sehr gut aufgestellt am Flughafen. Nach den jüngsten Terroranschlägen in Europa werden Flughäfen noch strenger kontrolliert. Bundespolizisten wie Nina Lenzner und Ingo Vorberg sind speziell ausgebildet. Sie wären die ersten vor Ort bei einem Terrorangriff. So. Mehrere hundert Polizisten sind täglich in den Terminals unterwegs, auch in Zivil. Und dann können wir auch schon los. Nina Lenzner und Ingo Vorberg haben gleich ihren ersten Einsatz. Kollegen brauchen Unterstützung im Terminal 1. Angeblich ein verdächtiges Gepäckstück. 500 Meter Luftlinie entfernt. Bereich C im Terminal 1. Extra aus Passau sind 30 junge Menschen angereist für eine Rundfahrt mit Rachel Este. Wir machen heute eine Feuerwehrtour. Wissen Sie auch, zu welcher Feuerwache wir fahren?
zu der modernsten Jahr, ganz genau die Feuerwache Nummer 4. Das ist hier der Frankfurter Flughafen. Wir sprechen hier von einer Fläche von ca. 23 Quadratkilometern. Bevor wir jetzt in den Bus steigen, müssen wir erstmal durch die Sicherheitskontrolle. Falls jemand von den Damen schwanger sein sollte, jemand einen Herzschrittmacher hat, Defibrillator, implantiertes Hörgerät, bitte Bescheid geben, sie werden gesondert kontrolliert. So, wir haben hier zwei Spuren offen. Auf der linken Seite werden bitte all die Herren stehen, auf der rechten Seite all die Damen. Wir treffen uns hinter der Glastür wieder. Ob Passagier oder Besucher, wer zu den Flugzeugen will, muss durch die Sicherheitskontrollen. €17 hat jeder bezahlt. Dafür gibt es jetzt 100 Minuten Kerosinduft und Fernweh. So, liebe Gäste, wie ich gerade gesehen habe, haben Sie alle einen Platz gefunden. Das ist schon mal gut. Sind auch angeschnallt, das ist ganz, ganz wichtig. Das war natürlich nur ein Witz. Wir haben gar keine Anschnallgurte hier im Bus. Ja, sorry, die musste ich gerade noch mal bringen. Kann ich mal losfahren. So, liebe Gäste, darf ich Sie noch einmal herzlich willkommen heißen hier auf Deutschlands größtem Flughafen. Wer ist denn eigentlich von Ihnen letztes Jahr vom Frankfurter Flughafen aus geflogen? Keiner. Das ist selten, sagt Rachel. So, die nächste 1/3 Stunde werden wir uns ein wenig hier auf dem Vorfeld umschauen, biegen jetzt einmal hier links ab und fahren in den Bereich des Terminal 1. Die meisten Tourguides sind Studenten wie Rachel Etze. Sie studiert Ethnologie. Das ist hier eine Boeing 787, ein Dreamliner. Das ist hier ein Carbonflieger. Zu ca. 50% besteht dieser Flieger aus Carbon, also Kohlefaserverbundstoff, liegt auch leichter in der Luft und verbraucht auch weniger Treibstoff. So, liebe Gäste, was wäre hier eine Rundfahrt ohne das größte Passagierflugzeug der Welt? Schauen Sie mal rechts raus, da haben wir einmal den A380 der Thai Airways. Wir haben eine Flügelspannweite von ca. 80 Metern. Würden wir also diesen Flieger auf ein Fußballfeld stellen, würde die Flügelspitze von einer 11-Meter-Linie bis zur anderen ragen. Rachel Ester ist erst seit 4 Monaten mit Besuchern unterwegs. Zu Beginn der Rundfahrten war ich unfassbar aufgeregt, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Es war schlimmer als Referatssituation, Präsentationssituation in der Schule. Ich habe mich teilweise, bin ich vor der Tour dann erstmal aufs Klo gegangen, habe einige Atemübungen gemacht, bevor ich dann in den Bus gestiegen bin. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und man entwickelt auch ein ganz anderes Selbstvertrauen, auch ein Selbstbewusstsein und ein Glaube auch an die eigene Kompetenz. Und das ist etwas, was mich auch hier sehr glücklich macht. Rachel Etze ist in Rüsselsheim geboren. Sie hat 2 Brüder. Ihre Eltern stammen aus Nigeria. 1989 sind sie geflohen. In ihrer Heimat herrschen Armut und Krieg. Das Erste, was ihre Eltern von Deutschland sehen, ist der Flughafen Frankfurt. Ihr Vater bekommt einen Job bei Opel. Ihre Mutter arbeitet als Krankenschwester in einer Klinik. Die 27-Jährige fliegt oft und gerne. Regelmäßig besucht sie ihre Verwandten in Afrika. So, liebe Gäste, wir bleiben jetzt trotzdem noch mal kurz hier stehen. Gucken Sie gerade mal bitte links unter die Tragfläche mit dem weißen Wagen hier. Was meinen Sie, was da gerade stattfindet? Betankung, ganz genau. Wir rollen natürlich nicht mit dem Flieger zur Tankstelle. Wir haben hier einen Dispenser, einen Tankwagen, der direkt unter die Tragfläche platziert wird. Weshalb die Tragfläche? Weil der Tank eines Flugzeugs sich in der Tragfläche befindet. Nie hat sich die Studentin für Technik interessiert. Doch als sie zum ersten Mal den Flughafen erlebt, ist sie fasziniert von dieser eigenen Welt. Sie liest und lernt viel über diesen Frankfurter Stadtteil. Jetzt überrascht sie Besucher mit ihrem Wissen. Man sagt, Frauen haben keine Ahnung von Technik, ne? Ist ja doch ein Beweis dafür, dass das nicht der Fall ist. Also kommt auch mal vor. So, liebe Gäste, schauen Sie gerade mal rechts raus. Da haben wir nämlich die Lufthansa-Technik-Wartungshalle des Jumbojets. 6 Stück passen hier hinein. Knapp 1 Kilometer entfernt, Terminal 1. Ingo Vorberg und Nina Lenzner von der Bundespolizei haben einen Einsatz in der Abflughalle. Sie sollen Kollegen unterstützen. Die sind schon vor Ort. Haben die Kollegen ein Gepäckstück wohl gefunden, was nicht zuzuordnen ist zu einem Passagier? Sieht man jetzt hier öfter, im Bereich ist jetzt hier abgesperrt. Und dann müssen wir dann hier, laufen wir hier links lang. Servus. Versteckt hinter einer Sitzbank liegen Tüten und Taschen. Sie wirken verdächtig, sagen die Polizisten. Sprengstoffexperten durchsuchen die Gepäckstücke. Wir gehen immer von der größtmöglichen Gefahr aus. Das heißt, wenn irgendwo ein Koffer steht und es ist niemand dabei, dem der gehört,
dann wird immer sofort eine bestimmte Reihenfolge von Maßnahmen durchgeführt, um auszuschließen, dass eine Gefährdungslage entsteht. Das heißt, wir wissen nicht, was in dem Koffer ist. Es gab ja schon vor langer Zeit mal einen Anschlag hier am Flughafen mit einem Rucksack, der stand. Da war was Schlimmes drin und davon gehen wir immer aus. 1985 explodierten in dieser Halle mehrere Kilo Sprengstoff. 3 Menschen sterben, 42 werden schwer verletzt. Deshalb dieser Aufwand. Das passiert leider mehrmals am Tag, weil viele Passagiere sehr unachtsam mit ihrem Gepäck umgehen und einfach nicht wissen, was sie damit auslösen. Entwarnung nach 10 Minuten. Keine Bombe, meldet auch Spürnase Jill. Also sehen wir jetzt hier mehrere, eine große Sporttasche mit wahrscheinlich Essen und Gewürzen. Hallo, servus. Es wurde gerade aufgeklärt, dass dieses Gepäck, was sich hier befindet, womöglich einem Obdachlosen gehört, der hier im Flughafen lebt, der sich hier so ein bisschen eingenistet hat. Toast, Kleider, Schlafsack. Harmlos darf hier aber nicht liegen. Herrenlose Gepäckstücke im Flughafen werden sofort weggeräumt. Die Sachen, die jetzt hier liegen, werden zum Fundbüro gebracht. Und dann kann sich die Person dort melden und die Sachen wieder in Empfang nehmen. Wenn das nicht passiert, dann werden die Sachen halt irgendwann zur Versteigerung freigegeben, nach ein paar Jahren. Polizeihund Jill schnüffelt fast täglich im Terminal herum. Er würde jede Bombe riechen, schwört sein Herrchen. Weiter geht's mit der Patrouille. Vorbei an der weltweit größten Flughafenambulanz. In der 8 bitte ein Flugi als Therapie, sonst... Holger Czerwonka ist Flughafenarzt. Sein erster Fall an diesem Tag liegt in Kabine 6. Mit starken Schmerzen. Ja. Im Beckenbereich erfährt Dr. Czerwonka von einer Krankenschwester. My name is Czerwonka, I'm the doctor. English, German, English. 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 So, when did the pain start? In the plane, like in the plane. 6 hours ago. Kurz nach dem Start in San Francisco kamen die Schmerzen. 11 Stunden ging der Flug. Der reinste Horror, erzählt der junge Mann. Kidney problem, kidney stones. It is. Die Schmerzen sind von Nierensteinen, vermutet Dr. Czerwonka. Yeah, but now break in Frankfurt. Der Mann will weiterfliegen nach Spanien. Haben wir den Zettel irgendwo? Daraus wird nichts. Stopp in Frankfurt, sagt Dr. Czerwonka. Der Mann muss sofort in eine Klinik. In this condition you can't take a flight. Okay. In dieser Verfassung kann er nicht fliegen, erklärt Holger Czerwonka dem jungen Mann. Pause in Frankfurt. Also er kommt aus den USA, wollte nach Hause, nach Spanien, das weiß ich. Er wohnt auch in Spanien, hat eine spanische Adresse, also wirklich auf dem Heimweg und ist in Frankfurt erstmal eine Pause. Wahrscheinlich hat er Nierenkolik, braucht Medikamente, hat im Flugzeug schon was bekommen. Das ist aber so nicht so 100% klar, wie viel von den Medikamenten, weil man es nicht gut lesen kann. Deswegen kriegt er jetzt andere Medikamente, die ihn beschwerdefrei. Läuft denn diese Infusion? Ja, die läuft werden lassen und dann. Danke. Und dann schicken wir ihn mit dem Krankenwagen oder mit dem Rettungswagen in Frankfurter Krankenhaus, dass der Experte, ein Urologe nach ihm guckt, um eben zu vermeiden, dass er auf dem nächsten Flug wieder so Beschwerden hat. Auch wenn der kürzer ist nach Spanien. Aber auf so Diskussionen darf man sich nicht einlassen, weil auch auf einem halbstündigen Flug kann was passieren. Wie groß sind denn die Sprachen hier so? Ich kann Deutsch, Englisch mit Händen und Füßen, Französisch und das war's. Das funktioniert aber meistens. Maybe you will feel a bit dizzy with this medication. It's a very strong medication. Okay, it's a little brother of morphium. Der Spanier bekommt ein starkes Schmerzmittel. Okay. Es gibt hier natürlich auch jede Menge Arbeitnehmer aus anderen Ländern. Also im Zweifel hat auch mal irgendwie einen Dolmetscherkumpel dabei. Also bisher haben wir es meistens dann doch immer hingekriegt. Moderne Medien, Google Translator, Hände, Füße, alles möglich. Mit oder ohne? Ohne. Ohne. Okay, dann hole ich mal die Frau kurz rein, weil die wollte vorhin schon mit. Dann habe ich ihr erst mal gesagt, dass sie... Ja, bist du so ja. Rein? Ja. Weil sie will ja wahrscheinlich...
So stark die Schmerzen auch sind, Patienten kann er das Fliegen nicht verbieten, sagt Flughafenarzt Holger Czerwonka. Also ich sag, wie ich denke, wie es sein sollte. Und da gab es jetzt keinen Protest in dem Fall. Natürlich gibt es auch Leute, die protestieren und sagen, sie wollen weiter, was ich ja auch verstehe aus der Situation. Aber Flug verbieten kann ich nicht. Ich kann nur empfehlen. Und wenn der, also verbieten kann es der Pilot meinetwegen. Der kann sagen, ich nehme den und den nicht mit. Aber ich empfehle. Und ob jemand folgt oder nicht folgt, ist letzten Endes jedem selbst überlassen. Der junge Mann kommt in die Frankfurter Uniklinik. Seine Ehefrau kann mitfahren. Auch sie wird auf den Flug nach Spanien verzichten. English? As well. Little English. Little bit. My name is Czerwonka, I'm the doctor. So I think kidney stone problem. Die Flughafenambulanz ist weltweit die größte ihrer Art mit Operationssaal, Röntgenraum und Labor. Für Patienten mit Magen-Darm-Infekt, sehr hohem Fieber, Masern oder sonstigen gefährlichen Krankheiten haben sie extra Isolierräume. Grundsätzlich ist es möglich, dass so jemand schon auf dem Flug identifiziert wird, dass der Patient gar nicht erst hierher kommt. Was man machen kann, sieht uncharmant aus. Es ist einer der Räumlichkeiten, wo wir so einen Patienten erstmal beiseite nehmen können und erstmal sagen können, okay, hier bist du safe, hier sind wir erstmal safe und wir gucken mal, was du hast und ob es vielleicht nur die Mandelentzündung ist oder eben was Bedrohlicheres. Und wie schützt du dich? Also wir haben alles, wir haben alles. Wir haben alles vom Mundschutz, wie man aus dem OP kennt, bis hin zum Vollgummi-Vollschutzanzug, wo man überhaupt gar keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Das sind dann aber größere Szenarien, wo dann im Zweifel auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst mit dazu kommen. Das mache ich hier nicht alleine am Nachmittag. Genau. Jetzt gucken wir mal, was die Neuankömmlinge mitgebracht haben. Geöffnet hat die Ambulanz tagsüber. Nachts ist ein Arzt in Bereitschaft für aktuelle Notfälle. Vom Tor 12 zur Landebahn Nordwest. Ankunft bei der Flughafenfeuerwehr. 140.000 Menschen buchen jedes Jahr eine Rundfahrt am Flughafen. Studentin Rachel Etze ist Tourguide. Sie können jetzt alle gerne aussteigen. Und heute mit dem Landjugendverein Passau unterwegs. Danke dir. So. Vier Feuerwehrhallen hat der Flughafen. Wache 4 ist die modernste. Flugzeuge sind ab jetzt Nebensache. Das riesige Löschfahrzeug ist jetzt der Knaller. Technik zum Anfassen. Die Bayern sind Feuer und Flamme. Wenn dann das Feuerwehrfahrzeug ja mal rausgefahren wird und man sieht das nicht alle Tage, dann muss man das natürlich auch ausnutzen. Ganz klar, kann ich vollkommen nachvollziehen. Würde ich ebenfalls machen. Der Wagen hat 12.000 Liter Löschwasser, 1.400 PS und so weiter. Rachels Job übernehmen ab jetzt die Kollegen von der Feuerwehr. Für einen Moment wenigstens. Und die Studentin hat Zeit für einen Flirt. Da hat der Pilot gerade gewunken. Cool. Bei aller Liebe für den roten Muskelprotz, sie müssen weiter. 15 Minuten mehr ist nicht eingeplant für die Feuerwehr, sagt Rachel. Sie hat heute noch eine Tour. Um 3:15 wird jetzt die nächste Gruppe für die Startertour durch die Kontrolle geschickt. Das heißt, um 15 Uhr ist dann die nächste Tour. Und wir fahren ja noch über den Süden zurück. Ne? Also, wie schaffen Sie das jetzt? Ja, das frage ich auch. Wahrscheinlich drücken wir ein bisschen auf die Gaspedale oder jetzt schauen wir mal spontan im Bus. Aber das kriegen wir hin. Also die Leute müssen uns noch aussetzen. Ja, oder? Das ist ganz wichtig, genau. Also Sie müssen uns jetzt auch ein bisschen beeilen, weil danach noch eine Tour ist. Das heißt, also Sie müssen uns ein bisschen beeilen. Also, genau. Okay, danke. Ob diese höfliche Ansage gewirkt hat? Wohl eher nicht. An Abfahrt ist hier gar nicht zu denken. Ich weiß, die Zeit, die rennt. Kriegt auch schon Bauchweh. Aber ja. So, dann gebe ich gerade noch mal Bescheid. Also, Entschuldigung, jetzt müssen wir wirklich los. Na also, hat doch gewirkt. Soll ich das Foto machen? Naja, fast. Da war noch was fürs Album. Ja, soll ich noch die Fotos machen? Das steht nicht in meiner Berufsbeschreibung. Nee, alles gut. Rachel kann ihre Gäste gut verstehen. Flughafen fasziniert. Rundfahrten pünktlich zu Ende zu bringen, ist so gut wie unmöglich, sagt sie. Gerne schön, gerne.
Mit bayerischer Gemütlichkeit geht's zurück zum Bus. Jetzt geht's los. Wir steigen jetzt in den Bus, fahren jetzt über den Süden. Es wäre total langweilig, wenn wir jetzt wieder den Norden abfahren würden. Genau, und dann ja, mit der Zeit, das kriegen wir schon irgendwie hin. Da habe ich Vertrauen. Ich bin halt ein Tourguide. Ich führe die Leute. Das ist auch eine Skill oder eine Fähigkeit, die ich auch erstmal für mich entwickeln musste. Also, dass ich Leuten sage, wo es lang geht. Also, das ist ein komisches Gefühl, aber man gewöhnt sich schnell dran. Also, das kann ich ganz gut. Machen wir es dann zu Hause nicht, sagen, wo es lang geht? Ja, meine Mutter sagt das schon, dass ich da eine ganz Freche bin. So, ja, deswegen, irgendwie passt das dann doch zusammen. Ist eigentlich der richtige Nebenjob für mich. Ja. Fast 5 Kilometer entfernt, zum Terminal 1, Bereich Abflug. Die Polizisten Ingo Vorberg und Nina Lenzner sind bei der Passagierkontrollstelle. 16 Millionen Menschen werden hier pro Jahr kontrolliert. Wer fliegen will, muss da durch. Taschen leeren, Gürtel und Schuhe ausziehen, Handgepäck und Fluggast durchleuchten. Die ganzen Arbeiter, die das hier machen, diese Durchsuchung, dieses Durchleuchten, die sind von der Bundespolizei beliehen. Das heißt, dass es eigentlich unsere Aufgabe ist, das zu tun, wir das natürlich personell überhaupt nicht gewährleisten können. Somit machen diese Personen im Auftrag der Bundespolizei diese Kontrollen und wir machen hier eine Aufsicht. Das heißt, wenn hier irgendwas festgestellt wird, werden wir gerufen und müssen entscheiden, ob das mitgenommen werden darf, ob das strafrechtlich irgendwelche Belange hat und wie damit weiterverfahren wird. Und jetzt postieren wir uns dann gleich hier und gucken, dass hier alles auch ruhig bleibt, dass hier alles ordentlich läuft. Und wenn irgendwelche Probleme auftreten, werden wir von diesem Personal zu dem Vorgang dazugerufen. Und dann wollen wir mal gucken, was uns erwartet. Bei dieser Frau hat der Computer Alarm ausgelöst. Mit ihrem Handgepäck stimmt etwas nicht. Hallo, servus. Was haben Sie denn da drin im Rucksack? Flüssigkeiten? Lassen Sie den Herrn mal machen. Haben Sie Medikamente oder sowas? Ja, das ist nämlich oft auch der Grund. Ja, das ist oft der Grund, warum das angeschlägt dann, ne? Wenn da Tabletten oder Medikamente. In einer Stunde geht Ihr Flug nach Bangkok. Die feuchten Wattetücher sind wohl das Problem. Ja. Das steht nicht, das steht keine Milliliter. Aber das ist zu groß. Das sind über 100 Milliliter. Das ist ja voll und das ist ja. Das ist zu groß. Das darf leider nicht machen, weil das ist drin. Es gibt verschiedene Gründe, warum es anschlagen könnte. Wir haben zum Beispiel, gerade nach Silvester, haben wir ganz viele Alarme, weil natürlich die Leute mit Schwarzpulver zu tun hatten. Dann bei solchen Sachen haben wir viel Medikamente. Das sind Substanzen drin, die anschlagen, bei Tabletten oder sowas. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Behältnis, was größer ist als 100 Milliliter, was nicht mitgenommen werden darf. Wir haben hier Kaffeekapseln. Das Ganze wird jetzt geguckt, was da drin ist im Rucksack, wird dann nochmal nachkontrolliert. Und wenn dann nicht mehr das Gerät anschlägt, ist die Sache für uns erledigt und die Dame darf weiterreisen. Flüssigkeiten sind im Handgepäck nur in geringen Mengen erlaubt. Die Problematik bei diesem Gefäß hier liegt darin, dass diese Wattepads, diese Abschminktücher, die sind feucht. Und dadurch, dass das Behältnis an sich mehr als 100 Milliliter umfasst, darf das nicht mit in den Sicherheitsbereich reingebracht werden. Weil diese Behältnisse, die hier reingebracht werden, maximal 100 Milliliter umfassen dürfen. Ob nun geschlossen oder offen, das ist egal. Dementsprechend darf dieses Gefäß nicht mit reingenommen werden. Na gut, dann gucken wir noch mal, ob wir da noch was finden und dann ist das, das passt, ne? Gut, dann packen Sie alles zusammen. Ja. Ihr passt, das machen wir weg. Okay. Alles klar. War's das, ne? Prima, alles klar. Die 100-Milliliter-Regel gilt seit 2006. Auslöser war ein geplanter Terroranschlag am Flughafen London Heathrow. Selbstmordattentäter hatten Plastikflaschen mit flüssigen Chemikalien gefüllt, getarnt als Fitnessdrink. Sie wollten damit Flugzeuge sprengen. Die Tat konnte verhindert werden. Seitdem sind Flüssigkeiten nur bis zu 100 Milliliter erlaubt und das auch nur in durchsichtigen, verschließbaren Beuteln. Wenige Meter entfernt die Flughafenambulanz. Bonjour. Je m'appelle Chavonka, je suis le docteur. Et c'est tout que je peux parler en français. Bonjour. Okay. Aus dem Französischunterricht in der Schule sind noch einige Wörter hängen geblieben, sagt Flughafenarzt Chavonka. Reicht für eine erste Diagnose. Tu fais. Je me suis coupé. Coupé avec? Une bouteille en verre. Bouteille en verre. Glace. Oui. Okay. Der Mann kommt aus Thailand. In Frankfurt wollte er umsteigen nach Toulouse. Doch dann ist er gestürzt und in die Scherben einer Flasche gefallen. Ich bekomme einen Puff. La 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 la. Please do like this.
with your fingers. Okay? With this finger, like this. Yeah. Okay. Un moment, s'il vous plaît. Yes, perfect. Okay. Die Wunde sollte genäht werden. Das geht nur in einem Krankenhaus. Das will der Patient aber nicht. Er würde seinen Flieger sonst verpassen. Das ist eine Wunde, die könnte man nähen. Das Problem ist, dass ich das zwar handwerklich meinetwegen kann, aber ich hier einfach nicht die... Ich kann es hier nicht leisten, weil wenn der Piepser geht vom Notarztwagen, bin ich weg. Und wenn ich mittendrin am Nähen bin, ist nicht gut. Holger Czerwonka ist auch Notarzt und heute alleine. Der Patient bekommt einen Verband. Hallo. Impfen ohne Termin geht auch in der Flughafenklinik. Mein Name ist Czerwonka, ich bin der Dienstarzt. Ich weiß, dass Sie nach Thailand wollen. Für jede Reise, für jedes Reiseland haben Sie den passenden Impfstoff. In der Nähe von Terminal 2 sind die Gäste aus Passau unterwegs mit Rachel Este. Und sie sind viel zu spät. Der Reisegruppe aus Bayern ist das egal, ihnen gefällt's. Und die Studentin hat so viele Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel war vor kurzem auch Frau Angela Merkel hier oder es kommen irgendeine wichtige Person aus anderen Ländern. Das ist immer ganz toll und das wollen wir dann immer auch mit den anderen Leuten teilen. Es ist halt eben sehr aufregend hier. Ja. Naja, vielleicht sind riesige Feuerwehrautos aufregender als Politiker. In 4 Minuten beginnt die neue Rundfahrt für Rachel Etze. Und jetzt blockiert auch noch eine A380 den Weg zum Terminal. Der Flieger ist startklar, die Piloten müssen nur noch die Triebwerke anlassen. 4 hat der Flieger, das kann dauern. Das war's dann endgültig mit dem pünktlichen Ende der Tour. Rachel nutzt die Gelegenheit. Jetzt werden noch hier die ganzen Seitenruder getestet. Wenn alles in Ordnung ist, kann dann der A380 der Emirates hier losrollen und dann geht es eben raus nach Dubai. Da kann man wirklich nichts machen. Man kann jetzt nur an der Kasse Bescheid geben und hoffen, dass man irgendwie noch schnell vorankommt. Jetzt heißt es eigentlich tatsächlich Daumen drücken. Genau. Aber wir haben jetzt Glück. Wie man sieht, die Emirates rollt jetzt los. Das heißt, wirklich in den nächsten 4 Minuten sollten wir dann zurück sein. Ein letzter Blick auf das größte Flugzeug der Welt. In Hessen. Das war's dann für die Bayern. So, liebe Gäste, wir sind jetzt hier am Ende unserer Rundfahrt angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen die Rundfahrt gefallen hat, dass Sie so einiges Neues gelernt haben. Bitte kommen Sie mir alle gut nach Hause. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Dann würde ich Sie gerade noch bitten, unserem Fahrer einen kräftigen Applaus zu schenken, der uns so sicher was vorweg gebracht hat. Vielen lieben Dank. Geil. Das macht Spaß? Ja, auf jeden Fall. Also gerade natürlich am Schluss, wenn dann, also ich übertreibe es mal, ein Standing Ovation bekommt, dann ist das immer ganz toll. Man weiß, man hat eine gute Arbeit gemacht. Ja, gibt nochmal einen richtigen Push, sage ich mal. Also es ist wirklich schön. Hat mir auch sehr selber viel Spaß gemacht. Also finde ich auch, dass ich das ganz gut gemacht habe. Ja. So, da sind wir jetzt am Ausgang. Ich werde auch gleich noch meine Sachen einpacken. Eine Pause haben weder Fahrer noch Rachel. Die neue Gruppe wartet schon. Aber tschüss, sagt sie immer. So viel Zeit muss sein. Sie laufen dann einfach dann so geradeaus, ja? Können Sie mit dem oder gewaschen zurückbringen, wie Sie möchten. Aber nehmen Sie mit. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss, bis dann. Tschüss. Gern geschehen. Fast um die Ecke. Ist die Flughafenambulanz. Einsatz für Flughafenarzt Holger Czerwonka. Also gemeldet ist eine Atemnot in dem Bürogebäude hier am Frankfurter Flughafen bei einer Fremdfirma. Da fahren wir jetzt mal hin. Unfälle, Herzinfarkte und sogar eine Geburt am Gepäckband haben sie schon erlebt. Am Flughafen ist alles möglich. Also statistisch gesehen, 4-mal am Tag. Jetzt mal grob über den Daumen, aber es gibt Tage, da passiert gar nichts, es gibt Tage, da passiert doppelt so viel. Also lässt sich überhaupt gar nicht vorhersagen. Aber 1200 Einsätze im Jahr. Flugzeuge haben immer Vorfahrt, das heißt, die haben einen unkalkulierbaren Bremsweg, die haben keine gute Übersicht, die haben immer Vorfahrt, also auch vor uns. Von uns. 17 Menschen sind im vergangenen Jahr am Flughafen gestorben. Arbeitsunfälle sind eher selten, sagt Dr. Czerwonka. Die meisten Menschen haben gesundheitliche Probleme.
So vermutlich auch in diesem Fall in der Nähe vom Terminal 1. So. Die Patienten in der Ambulanz müssen jetzt übrigens warten, bis der Flughafenarzt zurückkommt von seinem Einsatz. Lebensbedrohliche Notfälle haben immer Vorrang. Ein Kilometer weiter östlich, am Tor 3, ist Deutschlands größte Polizeidienststelle. Zwei Schwarzafrikaner wurden vorläufig festgenommen. Beide Männer hatten bei der Einreise keine Pässe. Vermutlich hat sie ein Schleuser nach Frankfurt gebracht. Die Bundespolizisten Nina Lenzner und Ingo Vorberg sollen den Fall jetzt bearbeiten. Dass Leute ohne Dokumente aus einer Maschine aussteigen, das haben wir sehr oft. Die Passagiere können ihre Papiere, wir sagen immer, verlieren auf der Maschine, also auf dem Flieger. Das heißt, sie werden zerrissen und im Klo runtergespült. Teilweise fliegt ein Schleuser mit, der die Papiere an sich nimmt. Die Polizisten wollen mehr über die Männer erfahren. Hallo, Sir, can you come with me, please? Wo kommen Sie her? Okay, follow me. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Dafür haben Sie einen Dolmetscher angerufen. Verhör per Telefon. Ja, alles klar. Gut, so kriegen wir das. Ich gebe Sie mal weiter. Den passenden Dolmetscher zu finden, ist gar nicht so einfach, sagen die Polizisten. In Afrika gibt es hunderte Dialekte. Heute klappt's. Der Mann kommt aus dem Kongo. Kinshasa, ist okay, ich habe verstanden, Kinshasa. Also was mir immer nahe geht, wenn Fälle mit Kindern, wenn irgendwie Kinder dabei sind, wenn jetzt eine Flüchtlingsfamilie kommt mit kleinen Kindern, das geht mir eher noch näher, weil ich noch selber Familienvater bin. Und ich höre mir halt wirklich jede Geschichte an und je nachdem, wie die Geschichte gelagert ist, nehme ich das auch manchmal mit nach Hause und rede da vielleicht auch mal abends drüber dann, heute war das und das, du, das war ein bisschen komisch. Aber im Prinzip ist das unser Job und wir dürfen nicht alles an uns ranlassen. Ne? Ich meine, wir müssen das professionell abarbeiten, aber man muss immer menschlich bleiben. Das finde ich ganz wichtig in unserem Beruf und auch die Person immer gut behandeln. Ich sage immer, wie man in den Wald reinruft, so Hals zurück. Der Mann hat keinen Ausweis. Wie alt ist er, wollen die Polizisten wissen. Ich habe jetzt aber hier Geburtsdatum, habe ich jetzt 81.08.1998. Das passt nicht ganz. Das passt nicht? Das Geburtsdatum, der 81.08., das kommt nicht ganz hin. Da muss er sich nochmal überlegen, wann er geboren ist. Ach, das ist 8. Moment, wann ist er geboren? Ich schreibe es kurz. 8. 8. Le 8. 8. 8. 98. Ja. Okay. Über Angola und Mosambik sei er nach Frankfurt gereist. Der Mann erzählt, warum er aus dem Kongo geflohen ist. Er war Fahrer von einem sehr reichen, einflussreichen Herrn im Kongo. Und jedes Mal, wenn der Herr an dem roten Hoodie eine Frau hatte und sich mit der verlobt hatte, hat der Chef, also der, für den er gearbeitet hat, die ihm weggenommen, ausgespannt und hat die geheiratet. Das Ganze ist viermal wohl passiert, hat dann aus Rache wohl nach dem vierten Mal das Auto, das teure Auto, verkauft. Gut, der reiche, einflussreiche Herr, für den er gearbeitet hatte, der hat natürlich dann mit seinen Männern versucht, ihn zu finden und wollte ihn auch umbringen. Dort an der Grenze zu Angola hat er einen Schleuser kennengelernt oder gefunden. Da gibt es natürlich dann Mittel und Wege, da Schleuser zu finden. Das war wohl ein älterer Herr, zwischen 70 und 75, der ihm für $3.500 die Reise angeboten hat nach Deutschland. Also, dass er alles für ihn besorgt, die Dokumente, das Ticket und so weiter und ihn hierher bringt. Ich hole erstmal den anderen. Okay, Sir. 1.300 solche Fälle bearbeiten die Polizisten pro Jahr am Flughafen. Jetzt wollen sie den anderen Mann verhören. Zurück zum Notarzteinsatz am Terminal 1. Was ist los mit der Flugbegleiterin? Sie klagt plötzlich über Herzprobleme und hat Atemnot. Dr. Czerwonka hat einen Verdacht. Thrombose.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an Sie. Ja. In welcher Situation ging es los mit dem Herzrasen? Ich saß einfach nur da und das Briefing war fast zu Ende und es war nichts los, gar nichts. Überhaupt nichts mehr. Kein Stress, keine absurde Ruhe oder irgendwas? Nein. Absolute super Ruhe. Ist es besser? Ja. Es wird am Anfang ein bisschen schaukeliger hier auf dem Gelände. Und dann unterwegs, die Straßen erlebt man ganz anders auf so einer Liege. Thrombose ist ein Blutgerinnsel in den Venen. Das kann gefährlich werden, wenn das Gerinnsel in die Lunge wandert. Eine Embolie droht und die kann tödlich verlaufen. Deshalb muss die Frau zur genauen Untersuchung sofort in eine Klinik, sagt Dr. Czerwonka. Und Briefing war für den Flug? Oder was war das denn? Vor dem Flug, okay. Und wo fliegen Sie, Langstrecke, Kurzstrecke, alles? Sehr viel Langstrecke, aber ab und zu auch Kurzstrecke. Wann war der letzte Flug? Vor 8 Tagen. Der Flughafen hat einen eigenen Rettungsdienst mit Notfallsanitätern und 10 Rettungswagen. 24 Stunden einsatzklar, im Schichtbetrieb. Sie fahren die Frau ins Klinikum Höchst. Es ist natürlich praktikabel, dass wir dahin fahren, was nahe ist. Also der Frankfurter Flughafen am nächsten angeschlossen sind Höchst und die Uniklinik in der Innenstadt Heiliggeist Sachsenhausen. Aber wir fahren auch ganz im Norden von Frankfurt, wir fahren auch ganz im Osten von Frankfurt. Also letztlich läuft es dann über die Leitstelle. Wir dürfen uns was wünschen, der Patient darf sich was wünschen. Und dann muss man gucken, ob es vernünftig ist, dahin zu fahren und ob es überhaupt möglich ist, dass der Patient dort versorgt wird. So, Ihre Taschen, Handtasche und so eine kleine Organisierung, ich weiß nicht, wie sich sowas nennt, ist dabei. Spezialisten kümmern sich jetzt um die Patientin. Holger Czerwonka wird anschließend wieder zum Flughafen fahren. Die Polizisten Ingo Vorberg und Nina Lenzner sammeln alle Hintergründe über zwei Männer aus dem Kongo. Es geht um ihr Schicksal. Die Polizisten kennen jetzt auch die Geschichte des zweiten Mannes. Und zwar hat er uns erzählt, dass er für eine Partei gearbeitet hat im Kongo und dort bei der Mobilisierung von Jugendlichen geholfen hat, Flugblätter verteilt hat und dass er bei einer Demonstration der katholischen Kirche mitgewirkt hat und daraufhin dann von der Polizei verhaftet wurde. Dann in ein Gefängnis gesteckt wurde und von dort aus immer mal wieder die Gefängnisse wechseln musste und irgendwann bei einem Großausbruch dann flüchten konnte. Die Männer wollen Asyl beantragen. Doch können sie in den Kongo zurück? Sind sie in ihrer Heimat in Lebensgefahr? Solche Schicksale berühren Nina Lenzner. Es ist gar nicht möglich, das einfach abzustreifen mit der Uniform nach dem Dienst. Das geht nicht. Also man nimmt das mit nach Hause und es belastet auch teilweise, je nachdem, was für Geschichten das sind. Und das ist ja auch sehr, sehr häufig der Fall. Es ist ja nicht so, dass wir das vielleicht einmal im Jahr haben, sondern man hört sowas schon regelmäßig. Und das ist unvorstellbar schrecklich. Also bei dieser Person wurde jetzt nichts mehr gefunden. Es wurde noch eine Bibel gefunden. Das zeigt halt, dass er Christ ist. Ein paar Fotos von der Heimat. Er hat wohl 4 Kinder. Die hat er jetzt alleine im Kongo gelassen. Seine Frau ist gestorben. Habe ich ihn auch gerade gefragt. Was er dazu meint, dass er jetzt hier ist und seine 4 Kinder allein im Kongo, hat er nur mit den Achseln gezuckt. Also da muss man schon sehr verzweifelt sein, wenn man seine 4 Kinder allein im Kongo lässt und hierher flüchtet. Aber müssen wir halt mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt werden wir da das Gleiche bei dem Herrn durchführen. Beide Männer werden durchsucht und in eine Unterkunft am Flughafen gebracht. Dort warten Flüchtlinge darauf, ob sie Asyl bekommen oder zurück in ihre Heimat müssen. Der Mann, den sie zuerst verhört haben, muss zurück. Der andere Afrikaner darf Asyl beantragen. Dr. Czerwonka ist wieder in der Flughafenambulanz. Also, was man sieht, ich male es Ihnen gleich mal auf. Und untersucht eine Flughafenmitarbeiterin. Sie hat seit Stunden Ohren- und Halsschmerzen. Was Sie haben? Das sind Sie, ja? Ohr, da gucke ich rein. Dann kommt das Trommelfell, dann kommt Mittelohr, das geht zur Nase, auf beiden Seiten. So, und was ich... Hier, alles okay.
Auf der Seite, hier außen, alles dick geschwollen und tut weh. Ja. Und hier hinten ist ein Lymphknoten. Ich kann gar nicht bis dahin gucken, bis zum Trommelfell, weil es so weh tut. Die Frau bekommt ein Rezept für Tropfen. Wir hatten die 7 gemacht. In der Flughafenambulanz kommt die Welt zusammen, wenn es ihr schlecht geht. Für Holger Czerwonka genau der richtige Job. Es ist abwechslungsreich, spannend, anspruchsvoll. Manchmal lustig, manchmal traurig. Also ist, man weiß morgens nicht, wie der Tag aussehen wird. Ich finde es gut. Ja, und das Umfeld ist halt toll. Ist schon spannend, wenn da draußen die großen Flugzeuge vorbeiziehen. Was muss ich machen? Pausen gibt es nur, wenn die Ambulanz leer ist. Bei 130 Patienten am Tag ist dies kaum der Fall. So, Madame, ich habe Ihnen jetzt diese Ohrentropfen aufgeschrieben. Wenn das nicht besser wird, dass Sie sagen, es ist der richtige Weg, dass Sie sich entweder jetzt am Wochenende im ärztlichen Bereitschaftsdienst nochmal vorstellen oder spätestens, wenn es Montag nicht gut ist, dem Hals-Nasen-Ohrenarzt nochmal vorstellen. Alles klar. Ja? Essen kann das Team in der Kantine, wenn Sie Zeit haben. Am meisten nutzen Sie jedoch den Kantinen-Lieferservice. Okay, das Kind ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Ja? Nee, stopp! Werner, was willst du denn essen? Okay. Ja, gut. Ciao. Im Aufenthaltsraum wartet seit einer Stunde Gulasch. Attention? Ja. Guten Abend. Oh, schnell Hallo sagen. Noch warm? Ich glaube nicht. Also zumindest nicht eiskalt. Raumtemperatur. Und gar nicht schlecht. Drei große Happen. Das muss vorerst reichen. Solange das Wartezimmer voll ist, kann ich mich nicht in Ruhe hinsetzen. Funktioniert nicht. In 2 Stunden hat Holger Czerwonka Feierabend. Terminal 1, Bereich C, Gate Nummer 6. Die Bundespolizisten Nina Lenzner und Ingo Vorberg wollen Passagiere direkt am Flieger kontrollieren. Wir führen jetzt eine Dokumentensichtung hier am Gate direkt durch und warten jetzt darauf, dass die Maschine ankommt, blockt und dass die Passagiere aussteigen. Und dann lassen wir uns von jeder Person, die aus diesem Flieger aussteigt, erstmal einen Pass zeigen, um zu schauen, ob sie vorschriftsmäßig ausgewiesen sind. 6.000 Menschen reisen pro Jahr illegal über den Flughafen nach Deutschland, ohne gültige Dokumente. Fluggesellschaften müssen Reisedokumente ihrer Gäste vor Abflug überprüfen. Sonst können sie für die Folgen haften und müssen ein Bußgeld zahlen. Deshalb kontrolliert die Polizei direkt am Flieger. So wissen sie zweifelsfrei, mit welcher Airline die Passagiere gekommen sind. Diese Maschine kommt aus Tunesien. Hallo? Die Adresse stimmt noch? Sollten illegale Passagiere an Bord sein, müsste die Fluggesellschaft sie auf eigene Kosten sofort zurückbringen. Merci. Salam. Für die Passagiere sind solche Kontrollen oft lästig. Für die Beamten ist es hilfreich, mögliche Verstöße gleich festzustellen. Das war's, alle Passagiere sind raus. Die Kollegin überprüft gerade noch ein Visum, so wie ich das sehe. Keine Vorfälle. Alle 200 Passagiere haben gültige Dokumente. Das war's für heute. Morgen haben Sie Nachtschicht. Und in der nächsten Folge hinter den Kulissen im Tower. Die Arbeit der Fluglotsen. Ich bin jetzt gerade für 2 Pisten verantwortlich. Eine davon ist Lande, eine davon ist Startpiste. Wir haben halt recht viele Flugzeuge immer, teilweise. Muss man halt immer aufpassen. Und das Schicksal der Familie Oelke, gestrandet am Flughafen, ein Fall für den Sozialdienst. Wenn 3 Menschen kommen, ein Kind dabei und der Herr ist im Rollstuhl, das muss hier auch gut vorbereitet sein. Mehr dazu nächsten Mittwoch, mittendrin, Flughafen Frankfurt.